Toni Lindenhahn ist unzufrieden, dass er zu wenig Spielpraxis bekommt. Na, dann soll er es heute endlich mal zeigen. In der englischen Woche gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen. Wir haben jetzt 2 Niederlagen in Folge auf dem Kontostand. In der Hinrunde haben wir gegen Werder 2:1 gewonnen. Und in der Rückrunde erhoffe ich mir natürlich ebenfalls wieder einen Sieg. Werder ist auf 14 in der Tabelle. Wir sind aktuell noch auf Platz 1. Die Betonung liegt auf noch. Ja, Leute, 28. Spieltag der dritten Liga. Bis zum 38. Spieltag geht's noch. Und dann haben wir uns die dritte Liga vom Hals. Röser, Elhelve, Lindenhahn, Bohl, Senga. Und ja, das sind die neuen Spieler, die heute spielen. Ach ja, Kleinsmann spielt genau heute auch noch wieder. Also ihr seht, einige Änderungen. Englische Woche zieht halt. Eigentlich müsste Johannes Eggestein auch pausieren. Aber dadurch, dass es halt das Spiel gegen Werders zweite ist, dachte ich mir, er darf spielen. Wer ist denn Young da vorne in Offensive? Den kenne ich nicht. Alles klar. Interessanter Spieler. Vielleicht. Talentierter Spieler. Vielleicht. Wir haben jetzt einen talentierten offensiven Spieler. Hab auch einige Spieler schon aus der zweiten Liga beobachtet. Einige interessante Spieler sind dabei. Nämlich aus Duisburg, Kiel, Bielefeld und Regensburg habe ich da ein paar Spieler beobachtet, die mir durchaus zusagen. Weil das sind ja aktuell so Vereine, wo man sagen könnte, ja, die steigen ab. Und da habe ich mir ein paar Spieler rausgesucht, wo ich sagen könnte, ja, die könnte man sich dann vielleicht in der nächsten Saison eventuell holen. Also dann, let's go. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights gegen die... Oh Leute, da ist die Möglichkeit für... Helfer! Also ist, liebe Freunde, das 1:0, die erste richtige Großchance dieser Partie sitzt. Dank Elhelve. Was Lindenhahn mit der Vorlage? Wir schauen nochmal hin. Klopp schon. Also er nutzt tatsächlich seine Chance in der Startformation. Konnte mich hier richtig gut endlich mal gegen die Bremer durchkombinieren. Und Ali Elhelve mit seinem 6. Saisontreffer. Und Eggestein mit der Chance. Duffner pariert. In der Hinrunde war ja Duffner der Wonderman. Kann man ja nichts anders ausdrücken, dass der so in der Hinrunde gehalten hat. Arid mit der Reingabe und ist er Hilfe! Aber Riesentat von Duffner. Klasse Kopfball von Elbe. Auch leider sehr mittig. Und da ist nochmal Elbe! Ach, verzogen. Das ist halt das Problem bei den Drittligaspielern. Die haben halt einfach nicht die Qualität, solche Bälle dann auch reinzudrücken. Okay, Leute. Halbzeit nach 45 Minuten. Es steht 1:0 für den HFC. Danke, Helfer. Klar, es hätte noch mindestens 2:0 stehen können. Aber ja, ich freue mich jetzt erstmal mit der Halbzeitführung. Vor allen Dingen, weil Osnabrück und die Würzburger Kickers beide führen. Da kriege ich Magen. Da kriege ich ein Magensyndrom, du ey. Und in der Mitte ist Eggestein, aber der köpft den genau ins Zentrum, Mann. Was eine Riesenchance. Richtig gute Flanke eigentlich von Senga, aber den muss er denn halt auch besser drücken. Und Leute, nächste Chance, Eggestein, aber wieder kann er den nicht so gut drücken. Mensch, die Flanken sind doch gar nicht mal so schlecht. Aber er muss denn daraus mehr Kapital schlagen. Also. Young! Ich hab den schon drin gesehen, Leute. Und irgendwie aufs Tor bringen lassen. Es ist halt so kacke, wenn du den Ball nicht mehr zurückspielen kannst. Leute, da ist die Möglichkeit für Cuadrado. Die haben mich jetzt eingewechselt in die Sturmspitze. Eigentlich ist er ein Flügelspieler. Also ein Flügelstürmer. Oh, und Bremen bringt Mané. Also hinten voller Abwehrriege. Ecke größer. Oh, Duffner.
Nein, das gibt's nicht. Die Bremer kommen tatsächlich. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, Helve, diskutier nicht. Das gibt's nicht, dass die Arid in der 90. den Ball annehmen muss. Das kann nicht wahr sein. Und fast das 1-1, ey. Das kann nicht wahr sein, dass meine Spieler in der 90. Minute den Ball annehmen müssen. Das kann's einfach irgendwo in FIFA nicht sein. Warum? Quadrado, lauf. Du hast Pace. Genau das sollst du haben. Komm, 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 komm. Zieh. Nachspielzeit. Und Ludwig! Schießt daneben. Tor ist leer. Ludwig daneben. Boah. Oh, der. Nix für schwache Nerven. Kleinsmann! Pfeift er ab! Warum pfeift er denn jetzt nicht ab? Es wäre die letzte Situation gewesen. Aber er lässt nicht locker. Das gibt's nicht. Er lässt es durchlaufen. Ich kotz einfach wieder ab. FIFA, du bist ein Arsch. Es ist ein Arsch. Dieses Spiel ist einfach ein Arschloch. Warum? Mann, hau das Ding weg! Oh. Und ich wollte jetzt schon sagen, der gibt jetzt den Penalty. Ich hätte so gekotzt, wenn er jetzt einen Elfmeter gegeben hätte für irgendwas. Aber Helve macht den Siegtreffer. Ich weiß, das sind alles Zittersiege, aber wir haben so viele Chancen gehabt, aber der Ball fällt nicht rein und dann kommen die Bremer da so zu Torchancen. Ist aber egal, wir haben das Ding gewonnen und das ist das, was zählt. Osnabrück gewinnt, Würzburg spielt wenigstens nur unentschieden. Hilft uns in der Tabelle eher weniger. Spiel gegen den Chemnitzer FC in Chemnitz. Die Leute, die die Hinrunde verfolgt haben, wissen, dass das Hinrundenspiel eine schöne Erinnerung für mich gewesen ist. Ein deutliches 5:0 am Ende zu Hause gegen den CFC. Natürlich ist mein Ziel hier auch wieder zu gewinnen. Ich bezweifle zwar, dass wir so deutlich gewinnen, denn Chemnitz ist ein Aufstiegsfavorit bzw. ein Aufstiegskandidat in dieser Saison und von daher ein Spitzenspiel. Deswegen bezweifle ich doch sehr, sehr stark, dass wir die hier nochmal 5:0 wegfegen. Besonders, weil meine Mannschaft natürlich etwas verändert wurde. Ja, Torschützenliste hat sich natürlich nichts mehr getan für El Said. 12 Treffer bislang in der Rückrunde, gerade mal ein Tor. In der Hinrunde hat er 11 geschossen. Aber wir gehen jetzt in Richtung Ende der Saison. Von daher völlig egal, ob er nun am Ende die Tore macht oder nicht. Hauptsache, irgendjemand macht sie. Das ist aktuell so für mich das Wichtigste, dass überhaupt irgendjemand die Tore schießt. Ich trete hier mit einer anderen Formation auf, als wir noch im letzten Spiel gegen Werder Bremen. Einige Spieler müssen pausieren, andere Spieler bekommen wieder ihre Möglichkeiten. Und wenn man jetzt so meine Mannschaft wieder sich ansieht, muss man sagen, mein Kader ist aktuell gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Ihr seht das, Müller, Franke mal nach langer Zeit mal wieder mit dem Spiel, Müller auf der Außenbahn. Dann Panier und Jasula bilden die Sechserposition, über außen kommen Ayani und Brandt, über die Offensive kommt El Said und ganz vorne Benjamin Pintol. Ja, Manur bekommt keine Chance in der englischen Woche, bis auf das erste Spiel. Ich habe ja gesagt, Manu spielt in letzter Zeit schlecht und besonders Brandt hat sich in der letzten Zeit wirklich aufgemüpft zu einem richtig guten Spieler. Also der, immer wenn ich ihn eingewechselt hatte, hat er richtig gut gespielt. Hat ja auch das entscheidende 3:2 geschossen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen. Aber auf jeden Fall, er ist zu einer wichtigen Position geworden, im Gegensatz zu anderen Spielern, die ich hochgezogen habe. Quadrado noch nicht so gut reingekommen. Und deswegen bekommt er jetzt seine erste Möglichkeit von Anfang an. Und die Möglichkeit für Pintol. 6. Spielminute, unsere erste Möglichkeit. Ja, ich hatte eine Flanke reingeschlagen, die klärte Chemnitz zur Ecke. Ja, und daraus entstand diese erste Möglichkeit dieser Partie. Oh, das ist die Möglichkeit für den Chemnitzer, ey. Was für eine lächerliche Situation.
Also richtig Bowling und dann rollt der Ball fast ins Tor rein. Also es wäre mal wieder so ein lächerliches Gegentor bekommen. Wäre schon wieder so ein lächerliches Gegentor. Oh Leute, es gibt Elfmeter, glaube ich. Ja! Völlig überraschend. Ich hätte es nicht erwartet. Aber tatsächlich, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Elfmeter. Problem ist, dass glaube jetzt Klaus Jasula jetzt nicht dabei ist. Ach nee, es gibt Freistoß. Ach so, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich wollte jetzt hier schon übelst feiern, aber nö, es gibt halt einfach nur einen Freistoß. Brand, ja. Jetzt wollte ich hier schon feiern, dass es einen Elfmeter für mich gibt, aber naja, war denn doch nur ein lächerlicher Freistoß. Und Brand wird von hinten umgesägt und muss um. Brand muss raus, ey. Hat bisher ein richtig gutes Spiel gespielt bis dahin. Und jetzt hier die Aktion. Hier! Da habe ich auch keine Worte für, FIFA. Da gibt's nicht mal Gelb dann. Es gibt nicht mal Gelb für so eine Situation. Also es. Schon in der letzten Folge wird der von hinten weggerummt. Und der Gegner kriegt gerade mal Gelb dafür. Und hier kriegt er nicht mal Gelb. Ja, Leute, mein nächster Spieler hat sich verletzt und es steht 1:0 für den Chemnitzer FC. Wunderbar! Es war nämlich vorhin so, dass der Chemnitzer FC wieder einen Spieler von mir weggeruppt hat, der Schiedsrichter dieses Mal nicht mal Freistoß gegeben hat und jetzt muss Müller verletzt raus. Nee. Also ich werde von FIFA echt verarscht. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich werde von FIFA sowas von verarscht. Und Ayani mit der Riesenchance, der Kunz hält den. Ja, Manu zum Kopfball. Hashtag Manu zum Kopfball. Wow. 0:1 im Rückstand. Wegen nichts und wieder nichts. Weil Chemnitz so unfair spielt, dass sie mich jedes Mal hinten wegruppen. Aber mit das sind grobe Foulspiele und der Schiedsrichter gibt nicht mal Gelb. Sag mal, der drängt sich da drin, ey. Ja, Leute, die letzten Minuten laufen. Ich komme nicht zum Abschluss. Hab jetzt Matthias Fetsch eingewechselt, weil im Grunde Pinto vorne nichts gerissen hat. Und Chemnitz hat sich hinten vermauert. Und wenn ich mal zu Chancen komme, dann ist halt der Kunst unwindbar. Boah, ist doch zum Kotzen. Ich komme halt überhaupt nicht zu Torchancen. Und Chemnitz tritt übrigens weiter auf meine Spieler ein. Also die treten hier einen Spieler nach meinem anderen weg. Ja, und jetzt fällt das 2:0. Weil ich den Ball hinten nicht rausklären kann, weil es ja keine Klärungstaste gibt. Nur brutales Foulspiel, was der Schiedsrichter instant als Elfmeter pfeift. Ich finde es ja so geil, dass es in FIFA einfach nicht die Möglichkeit gibt, den Ball wegzuklären im 16er. Ja, wie zum Beispiel hier. Also da bekommt der eigene Mitspieler. Ja. Also der Schiedsrichter ist einfach nur für Chemnitz. Chemnitz hat sich den Schiedsrichter gekauft. Und Fetsch auch. Da ist er in der 90. Minute am Ball und dann knallt er den raus. Wenn die eigene Mannschaft mit 1:0 führt, ist das eine geile Aktion, die Fetsch da abliefert. Aber bei einer eigenen Mannschaft, die führt, den Ball einfach nur ins Seiten auszuknallen. Also Fetsch und Pinto haben sich überhaupt gar nicht beworben. Pinto ohne Schuss, Fetsch ohne Schuss. Kann ich euch auch mal in den Statistiken zeigen. Pinto 0 Schüsse, Fetsch 0 Schüsse. Ja, super.
Die das sind immer die Typen, die hier am meisten rummeckern, dass sie nicht spielen. Dann gibst du ihnen die Möglichkeiten und was passiert? Nicht. Manu hatte ich auch eingewechselt und wen wundert's mit seiner Leistung aktuell? Nicht. Ja, Brand fällt erstmal 8 Wochen aus. Der Einzige, der aktuell so ein bisschen, bei dem ich das Gefühl hatte, der einfach auch mal wirklich Fußball spielen will. Aber, na. FIFA sagt einfach nur, fick dich ins Knie, wir machen deine Spieler kaputt. Ich mache jetzt hier keinen Trainermodus, ist mir jetzt scheißegal. Ich beende einfach die Folge und wir sehen uns in der nächsten. Tschüss!